Wir machen weiter mit zwei Rednerinnen aus dem Epicenter Works. Angelika Adensommer, sie ist Juristin, Ed Abendsommer und Thomas Lohninger ist Geschäftsführer bei Epicenter Works, Ed Social Hack. Und sie werden uns über das Überwachungspaket berichten und über den aktuellen Status einer Kampagne, die Anfang 2017 angefangen hat. 2016 schon? Ja. Genau, und werden uns da jetzt auf den neuesten Stand bringen. Wunderbar. Ja, wir haben nur ein Headset, was sich gut trifft, weil wir haben es jetzt so eingerichtet, dass wir schöne Übergabe in der Mitte des Vortrags machen. Ja, wir wollen heute ein Update geben. Wir haben ja kurz nachdem das neue Regierungsprogramm vorgestellt wurde am 30. Jänner, gleich am nächsten Donnerstag im Februar, hier einen Vortrag gehalten darüber, was die Regierung sich hier mit diesem Überwachungspaket hat einfallen lassen. Und das hier ist jetzt sozusagen das Update dazu, was in den 7 Monaten Kampagne passiert ist und was mit der nächsten Regierung auf uns zukommt. Kurz eben nochmal unsere Organisation Epicenter Works, vormals Arbeitskreis Vorratsdaten. Wir beschäftigen uns mit Grund- und Freiheitsrechten im Internet und national eben ganz stark mit staatlicher Überwachung. Als dieses Paket gestartet wurde, war uns von vornherein klar, dass da sehr viel Arbeit auf uns zukommt. Ich werde jetzt nicht mehr so im Detail über die einzelnen Maßnahmen sprechen, aber es ist halt grob Vorratsdatenspeicherung, vernetzte Echtzeitvideoüberwachung, Kennzeichenerfassung und noch viel mehr. Ein ganz wichtiges Ding, was für uns auch ein großer Erfolg war, die Regierung hat ja ein Sicherheitspaket vorgestellt und wir haben nach Prüfung der Maßnahmen festgestellt, dass da eigentlich fast nur Überwachungsmaßnahmen drinnen sind und für keine dieser Maßnahmen gab es eine faktenbasierte Evaluierung, gab es einen Beleg, wozu diese Maßnahmen überhaupt der Sicherheit in diesem Land dienen sollen. Im Gegenteil, im meisten Fall waren es Maßnahmen, die in anderen EU-Ländern schon nicht gegen die Aufklärung oder Verhinderung von schweren Straftaten geholfen haben. Und ich will jetzt nur beispielhaft durch zwei dieser Maßnahmen drüber gehen, die wir eingangs in dem letzten Vortrag nicht erwähnen konnten, weil die erst später dazu kamen. Es wurde ja nämlich auch wild geschachert zwischen den einzelnen Entwürfen und es kamen immer wieder neue Maßnahmen dazu, die eigentlich gar nicht angekündigt waren. Unter anderem ein besonderes Gustostück waren die Netzsperren, die irgendwie so in letzter Minute noch reingeschummelt worden. Da hat das Innenministerium versucht, das Telekommunikationsgesetz zu ändern, in einer Art und Weise, wo dann auch die Telekom-Regulierungsbehörde gesagt hat, also das ist mindestens mal unions- und auch verfassungswidrig. Und es wurde auf eine Art hier versucht, Netzsperren in einer komplett privatisierten Art und Weise einzuführen, dass sogar die Behörde, die sie hätte umsetzen müssen, gesagt hat, können wir nicht, weil wir uns an Recht und Gesetz halten müssen. Und trotzdem wird dieses Thema wieder auf uns zukommen, weil es einerseits von der Urheberrechtsseite, aber dann auch von Seiten der großen Internetprovider Bestrebungen gibt, die Möglichkeit für solche Netzsperren zu machen. Der zweite Punkt, der auch leider auch uns ein bisschen abhanden gekommen ist, dann hätten wir viel mehr kommunizieren müssen, ist die Abschaffung des Briefgeheimnisses. Es gibt einen Paragraphen, der sozusagen für Inhaftierte, für Menschen, die in Gefängnissen sind, die Möglichkeit eröffnet, dass die Polizei einfach in deren Korrespondenz und Briefe reinschauen kann. Und da hat man einfach das Inhaftiert rausgestrichen, um den Strafverfolgungsbehörden sozusagen einen Blankoscheck auszustellen, jede Art von Brief oder sonstigen Dingen zu öffnen. Ja, wir sind dann eigentlich sofort auf die Straße gegangen. Das war eine Demo, die wir 24 Stunden nach Veröffentlichung dieses Regierungsprogramms gemacht haben. Das wäre heute auch schon verboten, weil die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit jetzt verlangt, dass man Demos 48 Stunden vorher anmelden muss. Insofern vielleicht historisch. Innenminister Sobotka war natürlich hier eine treibende Kraft und es war wirklich beispiellos in Österreich, dass ein Politiker sagt, Sicherheit steht über der Politik. Damit meint er, Sicherheit steht über der Demokratie. Wir haben uns mit mehreren Pressekonferenzen natürlich an die Öffentlichkeit gewendet, hier mit einer großen Koalition inklusive Heinz Baselt von Amnesty International. Es gab eine zweite Pressekonferenz mit dem ehemaligen Cheftechniker der NSA, Bill Binney, der heute Whistleblower ist. Und wir haben uns auch nochmal am Tag des Nationalen Sicherheitsrates zu Wort gemeldet mit einer NGO-Koalition und mit zwei Abgeordneten des Nationalrats.
Die ganze Kampagne hat darauf aufgebaut, dass Menschen mit ihren Abgeordneten in Kontakt treten. Dafür haben wir eine eigene Hotline aufgebaut, wo man sich für tägliche Anrufe mit dem Parlament und einzelnen Regierungsmitgliedern abonnieren konnte. Sprich, man bekam einen Anruf, immer um dieselbe Uhrzeit, jeden Wochentag und konnte dann mit einem Abgeordneten sprechen. Und das ist ein Tool, das wir jetzt hier entwickelt haben, ist komplett Open Source und werden wir auch weiter verwenden, weil das Kontaktieren von Politikern ist immer noch der beste Weg in Österreich, um öffentlichen Druck aufzubauen. Zum Glück haben wir nämlich so eine schlechte Demokratiekultur, dass es diese Abgeordneten überhaupt nicht gewohnt sind, wenn sich die Bevölkerung mal wirklich bei ihnen meldet. Wenn wir uns das beibringen, haben wir im Moment noch einen guten strategischen Vorteil. Was auch neu war in dieser Kampagne, ist, dass wir Stammtische gemacht haben im ganzen Bundesgebiet und dass wir da wirklich lokale Gruppen aufbauen konnten. Das hat uns sehr gefreut und jetzt gibt es endlich auch außerhalb von Wien ein Angebot für Menschen, denen Grund- und Menschenrechte im Internet wichtig sind. Das hat auch zu Aktionen in 6 Städten geführt und dann eigentlich der große Umschwung in der Kampagne kam, als diese Gesetze in Begutachtung gingen. Mitten in der Sommerpause hat man versucht, diese Gesetze durchzuboxen und wir haben diese Begutachtung kampanisiert und dieses sehr einfache Tool gebaut, wo Menschen sagen konnten, gegen welche Teile dieses Gesetzespaketes sie sind. Über 9000 Menschen haben daran teilgenommen, was natürlich zu einer Flut von Stellungnahmen geführt hat. Und wir haben die berechtigte Kritik gehört, dass man jetzt auf der Parlamentswebseite nur noch scrollen kann, eine halbe Stunde, aber nichts mehr findet. Und deswegen haben wir dann noch gleich angefangen, diese Konsultationen auszuwerten. Das, was wir hier gemacht haben, sollte das Parlament künftig tun. Es gibt nämlich jetzt, kleiner Umschwung, sowas wie eine erweiterte Begutachtung. Damals musste man noch eine E-Mail mit einem PDF schicken. Heute kann man ein Webformular ausfüllen. Das heißt, es wird noch viel einfacher, sich zu beteiligen an Begutachtungsverfahren, was automatisch dazu führt, dass die Flut an Stellungnahmen mehr wird. Was an sich gut ist, wenn man die auch qualitativ auswertet, so wie wir das hier gemacht haben. Hier kann man wirklich schon übersichtlich sehen, welche Institution sich zu welchen Themen geäußert hat. Und wir haben auch einzelne Stellungnahmen rausgenommen, wo Zitate von der Wirtschaftskammer, dass das schlecht für den Wirtschaftsstandort Österreichs ist, dass der oberste Gerichtshof sagt, das ist eigentlich rechtlich sehr zweifelhaft oder eben auch die Jugendanwaltschaft. Und damit haben wir es auch in die ZIP geschafft, was ich jetzt nicht mehr anspielen werde, weil wir einfach die Zeit nicht haben, oder? Und auch, denn der Ton nicht geht. Auf jeden gut 9000. Ja, auf jeden Fall, jetzt ging es. Ihr findet den YouTube-Link bei uns. Das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass die Stellungnahmen halt wirklich handverlesen waren. Das war sehr gut. Und wir haben am Ende eben die blockierten Stellungnahmen, weil das Justizministerium ein sehr komisches Demokratieverständnis hatte. Die haben einfach alle E-Mails von uns geblockt an einem gewissen Zeitpunkt. Und wir haben ihnen dann mit einem großen USB-Stick diese Stellungnahmen übergeben, weil Bürgerbeteiligung eben nicht so leicht blockierbar ist. Ja, und zuletzt, was auch noch so ongoing ist, unser lieber Innenminister hat diese Aussage getätigt und später auch nochmal bestätigt, nämlich dass alle innerhalb und außerhalb des Parlaments, die gegen diese gesetzlichen Anpassungen sind, einen Anschlag auf die Sicherheit der Österreicher planen. Und wegen dieser Aussage haben 3 Privatpersonen, unser Verein und die Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Klage gegen den Innenminister eingebracht. Wir haben jetzt dann bald mal die erste Verhandlung und das Ganze ist noch anhängig, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Aber wir glauben, dass mit so einer Aussage vom obersten Chef von Polizei und Antiterrorbehörden eine Linie überschritten wurde, dass man im demokratischen Prozess Kritiker ins Eck rückt, das kann nicht sein. So, und jetzt bin ich schon weit über meiner Zeit. Deswegen nur ganz kurz nochmal, das waren die Medien, die über dieses Thema berichtet haben, über das Überwachungspaket. Das sind die, die auch über uns berichtet haben. Also der Impact war da. Und wir haben es geschafft, das Ganze zu stoppen. 10 von 12 Maßnahmen konnten wir verhindern. Und jetzt übergebe ich an Angelika. Passt das so? Genau. Das Zitat vom Sobotka, das wir vorhin gesehen haben, ist eigentlich schon eine gute Überleitung in die Sicherheitsdebatte, weil man sieht, finde ich, daran ganz gut, wie diese Debatte läuft. Sicherheit ist quasi ein Totschlagargument. Wenn ihr gegen irgendetwas seid, von dem wir behaupten, es hilft der Sicherheit der Österreicher und Österreicherinnen, kann man überhaupt nichts mehr dagegen sagen, sondern dann ist man sogar noch auf der Seite, dass man aktiv die Sicherheit gefährdet, dass man einen Anschlag plant, nur weil man möglicherweise anzweifelt, dass das der Sicherheit überhaupt etwas bringt oder es auf andere Weise für gefährlich hält. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube, wir haben in dieser Kampagne eine ganz gute Weise gefunden, dieses Thema
quasi zu behandeln. Und ich möchte deswegen auf ein paar Punkte eingehen, die die Sicherheitsdebatte aus einer überwachungskritischen oder ablehnenden Haltung behandelt. Das erste ist HEAT. Das ist ein Tool zur Evaluierung von Antiterrorgesetzen, das schon vor 2 Jahren entstanden ist, fast 2014 bis 16, in dem es darum geht, für Menschen, die in Policy, also auch in der Regierung sind, oder in NGOs, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ein Tool in die Hand zu geben, um zu schauen, wie gut funktionieren Überwachungsgesetze eigentlich. Diese Evaluierung sollte es auch schon geben, sollte es auch in einem Wirkungsfolgenabschätzungsprozess bei der Einführung von neuen Gesetzen schon geben, gibt es aber nicht. Es werden maximal die Kosten beurteilt, nicht ob sie irgendwie effektiv sind, was die tatsächlichen Ziele sind und ob die dann funktionieren. Deswegen ist dieses Tool entstanden, das von uns bereitgestellt wird. Dann haben wir auch noch angefangen, ein echtes Sicherheitspaket, ein objektives Sicherheitspaket zu erarbeiten. Das sind nur die allerersten Punkte, die ja wir auch schon in die Debatte gebracht haben, weil es ist schwierig, jemandem gegenüber zu sitzen, der ein Politiker ist und sagt, ja, aber wir haben dieses Sicherheitsproblem, wenn ihr nur immer sagt, nein, 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 was sollen wir denn dann sonst machen? Gibt es irgendetwas, was man tun kann, was die Sicherheit verbessert? Und das sind teilweise ganz andere Punkte, die mit Überwachung überhaupt nichts zu tun haben. Wir haben mehrsprachige Polizeikräfte, mehr Präventionsarbeit, verbesserte Analysekapazitäten. Das heißt, dass die Ermittlungsmaßnahmen, die schon eingesetzt werden, besser eingesetzt werden, dass die ermittelten Daten besser analysiert werden können und nicht nur immer mehr und mehr angehäuft werden. Und dann, also ich bin jetzt von unten nach rauf gegangen quasi bei ein paar, mehr ausgebildete Polizeikräfte auf der Straße sind wahrscheinlich auch in Bereichen, wo auf der Straße zum Beispiel Dinge passieren, wo es irgendwie unsicher ist oder heikel sind, besser als Kameras, weil die schützen einen dann vor Ort tatsächlich nicht, falls irgendwas passieren sollte. Also nur so als Beispiel. Ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte ist, sich nicht darauf einzulassen, dass es automatisch die Freiheit kostet, mehr Sicherheit zu schaffen. Es ist vielmehr so, dass es ohne Freiheit keine Sicherheit gibt und ohne Sicherheit keine Freiheit. Das heißt, dass man das eine für das andere braucht und das eine die Voraussetzung für das andere ist. Vielmehr als dass man sich das vorstellt wie kommunizierende Gefäße, so wird das oft beschrieben. Wir können nur von dem einen wegnehmen, wenn wir vom anderen mehr wollen. Das heißt, wir haben keine Wahl, außer die Freiheit wegzunehmen, um an mehr Sicherheit zu gelangen. Da auf dieses Paradigma haben wir uns nicht eingelassen in dieser Kampagne und es ist auch ganz wichtig, sich darauf nie einzulassen. Das heißt, es ist auch wichtig, nicht zu argumentieren, wir sind für diese Abwägung, wir finden jetzt die Freiheit wichtiger als die Sicherheit. Auch das ist schon ein sich einlassen auf diese Logik, die schon von Anfang an nicht stimmt. Falsche Richtung? Genau, hier ist aufgezeigt, da geht es um mehr Sicherheit, hier ist mehr Freiheit. Quasi eine neue Maßnahme könnte, das sollte rot sein, eine neue Maßnahme findet sich irgendwo hier auf diesem Spektrum und wir wollen die grün sind, die bringen mehr Sicherheit und mehr Freiheit und nicht die in beiden, also die nur wenig Sicherheit bringen und auch nur wenig Freiheit oder sogar eines schlimmer machen. Also es sollte beides gegeben sein. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, zu argumentieren, dass die Überwachung nicht automatisch zu mehr Sicherheit führt. Das ist ein bisschen eine Annahme, die ungefragt stehen gelassen wird, die selten hinterfragt wird und selten bewiesen wird. Und hier ist ein Beispiel aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von September, die über die letzten Jahre Maßnahmen, Anträge auf Nachrichtenüberwachung nach der StPO, das heißt, das sind Zahlen aus dem Justizministerium, Nachrichtenüberwachung ist gestiegen, währenddessen sind Anklagen in den gleichen Fällen und Verurteilungen gesunken. Das heißt, es ist haben diese Ermittlungsmaßnahmen nicht dazu geführt, dass es mehr Anklagen, mehr Verurteilungen gab. Sie hatten auch offensichtlich nicht mit einem Anstieg von Kriminalität zu tun, sondern mit irgendeinem Bedürfnis, mehr zu überwachen und damit das Gefühl zu geben, das würde irgendetwas sicherer machen. Zeigt ganz klar, dass es nicht automatisch passiert. Könnte sein, automatisch sicher nicht. Vielmehr muss man das Paradigma umdrehen. Und das haben wir in dieser Kampagne auch speziell im Hinblick auf den Bundestrojaner ganz stark gemacht, dass die Überwachung nicht nur nicht automatisch Sicherheit bringt, sondern teilweise auch ein Sicherheitsrisiko selber darstellen kann.
Das ist speziell beim Bundestrojaner, wenn Sicherheitslücken ausgenutzt werden, der Fall. Hier ist da in dem Zusammenhang ein Screenshot von WannaCry, der als Malware auf einer Sicherheitslücke basiert hat, die ich glaube die NSA verwendet hat, quasi eine ähnliche, ja, und dann mehrere Spitäler in UK, in England warm gelegt hat und die Deutsche Bahn. Das heißt, ja, man macht Lücken auf, Sicherheitslücken auf, wo man Sicherheit schaffen möchte, was eigentlich absurd ist. Hier haben wir genau den Vergleich wieder von Maßnahmen, die wir wollen, und WannaCry ist definitiv eine Maßnahme, die WannaCry ist keine Maßnahme, Bundestrojaner ist eine Maßnahme, die nicht mehr Sicherheit schafft und definitiv nicht mehr Freiheit. Und noch eine kurze, ich bin auch schon knapp, das heißt, wir haben einerseits Überwachung, das sich vielleicht überschneidet mit Sicherheit, teilweise können Überwachungsmaßnahmen vielleicht mehr Sicherheit bringen, definitiv nicht alle, und Sicherheit ist auch noch viel mehr. Wir haben zum Beispiel hier noch Gerechtigkeit, Prävention, Laizismus, nur das Beispiel, was alles noch in Sicherheit gehört, und das kann sich nicht erschöpfen mit Überwachung. Was kommt jetzt? Jetzt sind wir in Regierungsverhandlungen. Brandstätter, noch amtierender Justizminister, hat schon gesagt, das ist ihm ganz wichtig, dass auch im nächsten Koalitionsabkommen das Überwachungspaket wieder drin ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das noch hören. Deswegen reden wir auch immer noch drüber, obwohl es jetzt erstmal nicht mehr am Tisch liegt. Mit der schönen Begründung, andere Staaten haben vergleichbare Regelungen, immer ein guter Grund, was die anderen haben, wollen wir auch. Sonst wissen wir nicht genau wieso, aber die anderen haben das. Genau. Heimbücher sagt, das ist, man kann es nicht so gut lesen hier, oberösterreichischer FPÖ-Landesobmann sagt, es wird zu wenig über Bürgerrechte und Datenschutz geredet. Die FPÖ ist zwar eine Law-and-Order-Partei und möchte sich auch als eine solche zeigen, hat aber irgendwo noch ihre freiheitlichen Bürgerrechts, hat ihre Geschichte, wo sie dann doch irgendwie in diesen Rechten noch hängen. Sie sind doch, ja, haben sich in den letzten Tagen auch immer wieder kritisch gegenüber dem Überwachungspaket, also immer noch geäußert. Also sie war noch, während das Überwachungspaket jetzt von der Regierung präsentiert war, immer dagegen. Sind sie jetzt auch weiterhin, wenn wir sehen, was damit passiert. Genau. Innenministerium ist für sie an sich, wo das, der jetzige Stand noch Koalitionsbedingung, ob sie das kriegen, ist die Frage. Und das ist auch sehr spannend, dass Bundespräsident Van der Bellen schon gesagt hat, er sieht das sehr kritisch, insbesondere darum, dass, weil sie auf Zugriff auf eine Flut an Daten von hoher Sensibilität Zugriff hätten und er ihnen das nicht zutraut, einem Innenminister der FPÖ. Dankeschön. 1,5 Minuten drüber, tut mir leid. Gibt es da noch Fragen? Okay, super, vielen Dank. Ah ja, doch. Danke, ist nur eine Detailfrage. Aber was hat Laizismus, warum ist Laizismus ein Teil von Sicherheit? Ich glaube, das ist da teilweise um Diskriminierung. Also ich finde es als Diskriminierungstatbestand eine Teil von Sicherheit. Also ich glaube, es ist ein Teil von Sicherheit, in einem Land leben zu können und sich sicher zu fühlen, deren Mehrheitsreligion auch man nicht teilt. Und das ist auch irgendwie die Idee des Laizismus, dass man quasi nicht in seiner Religion abhängig ist davon, wie der Staat einen behandelt, oder man auch frei leben kann, ohne auf die religiösen Gebräuche des Staates Rücksicht nehmen zu müssen oder selber eingeschränkt zu werden. Der Staat behandelt aber auch Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung anders. Ist das dann auch ein Teil von Sicherheit? Also im Hinblick auf soziale Sicherheit würde ich schon sagen, ich finde auch Gleichbehandlung irgendwo einen Teil von Sicherheit, ja. Also, ja. Ja, ich würde sogar noch erweitern, dass natürlich auch ein nicht diskriminierender Staat gegenüber denen, die sonst diskriminiert würden, da wiederum ein Sicherheitskriterium ist, auch in dem, um dieses unsägliche Wort mal zu verwenden, der subjektiven Sicherheit. Wenn ich schwul bin, werde ich mir vielleicht doppelt überlegen, ob ich diesen Job in der Türkei oder im Iran jetzt annehme. Und insofern glaube ich schon, dass auch da so ein subjektiver Sicherheitsbegriff eigentlich mal eher von den Individuen weggedacht sehr hilfreich für die Debatte sein könnte, aber auch rein objektiv gedacht. Ich meine, wir sehen ja auch, wie
das, was dann eben explizit vor allem immer die USA jetzt gerade in Afrika, was da an Antiterrormaßnahmen gesetzt wird, führt zu einem riesigen Spike an Terroranschlägen, eben weil da ein Zugang ist, der eben einzelne Gruppen in ein Eck stellt und dann mit einem Fadenkreuz sogar versieht. Und ich glaube, dass genau diese Art von Zugang auch in der Sicherheitsdebatte noch nur mehr zu einer Spaltung führt und eigentlich einer vorausschauenden Sicherheitspolitik nicht dienlich ist. Ja, ich würde noch ganz gerne ergänzen zur Haltung der FPÖ, dass ja auch gemeinsam von FPÖ und Grünen die berühmte Drittelbeschwerde gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz, das die von Epicenter Works formuliert wurde, eingebracht wurde, die immer noch beim Verfassungsgerichtshof liegt. Kleines Update, leider ist es in der Herbstsession nicht drangekommen, aus terminlichen Gründen hat es geheißen, aber es wird früher oder später drankommen und falls die FPÖ bis dahin in der Regierung ist und vielleicht sogar den Innenminister stellt, könnte es passieren, dass Sie dann ein VfGH-Urteil vielleicht am Tisch liegen haben, dass Sie selbst intendiert haben, dass Ihnen aber vielleicht gar nicht mehr so recht sein wird? Ja, also das wäre nur ein weiterer Treppenwitz, wie du es gesagt hast. Walter Rosenkranz, der jetzt gerade ja auch mit Wolfgang Sobotka verhandelt für das Kapitel Sicherheit und Heimatschutz, der, also die FPÖ war ja auch ursprünglich im Gespräch für eine Drittelbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und ist dann aber abgesprungen, hat aber über Kärnten eine Klage eingereicht gegen dieses Gesetz. Also auch da gibt es eine Tradition, auf die man blicken kann. Okay, vielen Dank Thomas, vielen Dank Angelika. Ich freue mich, danke.